Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Weingeschichte. Der Baron Chanteclerc, das ist so ein Rosé-Schaumwein von der Domaine de la Colombe, von der Familie Bugibet in Bugier in Frankreich. Und der Vincent Bugibet hat die entalkoholisierten von seinen exzellenten trockenen Wein über Jahre perfektioniert. In einem schonenden Verfahren von der Umkehrosmose werden die Weine ganz schwach erwärmt und dann in einem schwachen Vakuum ausgesetzt. Und so wird der Alkohol von diesen Weinen entzogen. Und eigentlich ist dann die Idee, oder so wird auch die Fruchtaromen, die Weine haben, bleiben dann. Und das ist auch das Ziel. Und man sieht ganz klar, die Entwicklung der Zeit, das zeigt nach und nach, werden sättige Weine in einem unverzichtbaren Bestandteil sein, in einem erfolgreichen Abend von Menschen in einer Gesellschaft und so wird es immer mehr geben. Und nachdem, dass die Familie Bugibet die einzigartige Linie Blüme verwirklicht hat, das ist eine Linie mit weniger Alkohol. Also sie machen jetzt so standardmäßig, machen jetzt so 9%. Sie haben das eigentlich über Jahre entwickelt und beobachtet. Und sie beherrschen natürlich jetzt das Know-how für die Herstellung von alkoholfreien Weinen. So haben sie sich das erarbeitet. Und aus der Rebsorte Grenache, dort stellen jetzt den perfekten Rosé-Wein, Grundwein her, für nachher den Rosé-Schaumwein, wo sie den Alkohol entziehen. Und wichtig ist natürlich, dass die Qualität des Weins eigentlich bleibt. Eigentlich ist alles geblieben und der Alkohol ist eigentlich weg. Und so, dass der Konsument weiss, aha, ich habe einen Wein und nicht irgendetwas anderes. Und diesen Schaumwein, den möchte ich Ihnen zeigen, das ist wirklich etwas ganz Spannendes. Die Farbe von dem alkoholfreien Rosé-Wein, das ist so ein mittles, helles, rosa, so ein bisschen gold, so ein bisschen rot-gold-rosa. Wirklich eine sehr schöne Farbe. In der Nase hat er viel frische Aromen, zum Beispiel so Erdbeere von einem Rosé oder zum Beispiel Himbeere, ein bisschen so ein bisschen auch leicht süßlich, wie man merkt, und so ein bisschen wirklich total frisch, jugendlich und ein bisschen blumig und im Gaumen. Ein spannender, alkoholfreier Schaumwein. Er ist lebendig. Eine schöne Perlage, lebendig und nicht zu viel Schaum. Es ist wirklich eine schöne Perlage und er hat eine sehr schöne Struktur im ganzen Körper. Also wir haben nicht das Gefühl, wir haben irgendwie nichts fast im Gaumen. Wirklich wunderschön. Er ist überraschend eine sehr feine Säure und er ist voll, wirklich. Er ist harmonisch, er ist nicht unbedingt leer und er hat einen mittellangen Abgang und eine Frische. Also er ist lebendig, frisch, er ist voll, eine sehr schöne Säure, absolut spannender Wein ohne Alkohol. Und dann die Rebsorte Grenache, das ist eine Rotwein-Rebsorte und ist die 5 häufigste angebaute Rebsorte der Welt. Es wird relativ viel auf der ganzen Welt gebraucht. Und das ist eigentlich die Grundidee für den Chanteclerc. Eine der Grundideen, zum Beispiel die Weine von der Rebsorte Grenache, die sind nicht unbedingt kräftig im Gerbstoff und nicht unbedingt kräftig für die Farbe. Passt eigentlich dazu. Sie kann natürlich durch das fruchtige Weine liefern, zum Beispiel wie der feine Rosé-Wein für den Schaumwein nachher, wo der Alkohol entzogen wird. Und die Reblagen von der Domaine de la Colombe, die sind noch ganz nahe an der Küstenregion im Departement Aude in Südfrankreich in Aceh, der Nähe. Und das Klima im Sommer ist natürlich trocken und heiß. Und die ganze Idee inspiriert natürlich, so einen Schaumwein Rosé alkoholfrei zu machen. Absolut eine spannende Zeit, wo die Leute auch noch natürlich alkoholfreie Wein wollen. Und der Baron de Chanteclerc, der ist erhältlich bei www.weingeschichte. Flasche für 14.55 €. Wunderschön, eine feine Sache. Für jeden Anlass. Danke vielmals, ade miteinander.